Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von mir, der Firestorm LP, und ich begrüße euch recht herzlich zu Assassin's Creed 3. Ja, das ist jetzt die dritte Aufnahmesession mittlerweile. Wir sind hier in Sequence, ich habe keine Ahnung, Moment, 3. Und haben in der letzten Folge Silas getötet und die Sklaven befreit, die Indianer befreit. Und hoffen jetzt auf deren Antwort, in irgendeiner Weise. Wie auch immer. Ich werde erstmal Mission machen. Bis zu dem Punkt, wo wir den eigentlichen Hauptcharakter spielen. Connor. Und dann werde ich auch mal so ein bisschen Nebenmission etc. alles machen und so mich darum kümmern. Aber die ersten Sequenzen sind ja hier erstmal nur so. Naja. Wie auch immer. Hallo Charles. Ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Es heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt, in einem Dorf namens Lexington. Dann fangen wir dort mit der Suche an. Wir treffen uns da. Er setzt sich erstmal wieder hin und isst weiter. Ja, hoffen wir mal, dass der kein Tollwut hat. Wir hatten doch da Pferde, ne? Ja. Wieso hole ich mir kein Pferd? Weil ich behindert bin. Ja, B war immer früher das Aufsatteln. Das ist mittlerweile A geworden. Deswegen alles ein bisschen crazy. Aber wir sind jetzt wieder so ein bisschen ACB-Style durch die Städte reiten. Ja. Kann man wieder machen. Wenn einem das gefällt. Machen wir gerade den Aussichtspunkt. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Und es schneit ja jetzt. Also es ist einige Zeit vergangen. Was heißt einige Zeit? Ich glaube, wir sind angekommen hier im Herbst. Und sind jetzt hier, glaube ich, ja wahrscheinlich dann so, ich sag mal so, denk mal so November, Dezember, Januar vielleicht, keine Ahnung. Bin jetzt an den Zeiten, jetzt weiß ich nicht mehr, weil es ist längere Zeit, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Deswegen kann ich jetzt die Zeiten jetzt nicht genau zurückverfolgen. Steht das hier? Nein. Nice. Ich tue ja auch niemandem was. Das ist ja das Lustige daran. Also zumindest nicht denen, die es verdient haben, aus meiner Sicht natürlich. Und das ist natürlich eine sehr subjektive Sicht, ne? Also. Komm jetzt, hoch hier. Was ich ganz cool finde, ist eigentlich, dass die sich immer hier hinstellen und dann so ein bisschen die Sache überblicken. Das fand ich in AC Revelations 4 und Revelations Brotherhood und 2 fand ich das eigentlich immer so ein bisschen behindert, dass die sich da nur hingesetzt haben. Jetzt finde ich, das macht doch irgendwie mehr einen größeren Eindruck, weißt du, das macht doch irgendwie... Das macht doch irgendwie noch einen Tick mehr Eindruck. Mache ich hier eigentlich? So. Der Sparsame ist hier zu Hause. Dem Lana unterstützen die Franzosen. Genau, und mache jetzt einfach hier ein paar Aussichtspunkte. Das
Was ist denn hier los, Jungs? Komm jetzt. Dann brauchen wir die, also ich weiß nicht, werden die gespeichert? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht merken wir das in dieser Aufnahmesession noch, aber so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht, aber Zeit nehme ich mir gerne hierfür mal. So, kann jetzt gerade gar nicht sagen, ob die gespeichert werden auf Connor. Das ist ja der andere Charakter, den man jetzt hier noch spielt in dem Spiel. Oder ob man die dann auch nochmal neu erklimmen muss und synchronisieren muss. Ich denke aber nicht. So, und jetzt stellt er sich wieder hin. Das finde ich eigentlich ganz stylisch, weil das macht noch ein bisschen so, weißt du, die Sachen ein bisschen gefährlicher. Und es macht auch irgendwie ein bisschen stylisch und ein bisschen realistischer, ich weiß nicht. Also mir gefiel, diese Neuerung gefiel mir. Aber das ist nicht so, weißt du, es ist jetzt nicht so die Million, weißt du, dafür kauft man sich kein Spiel, ja, eigentlich. Außer man ist Fan von der Serie schon sowieso, aber. So, wo ist mein Pferd? Hier ist mein Pferd. Aber die Moves, wie man aufs Pferd geht, wie man aufs Pferd steigt, das ist ja irgendwie immer noch, ist immer noch irgendwie der gleiche, da hat sich nie was geändert. Obwohl ja in vier, okay, kann man keine Pferde mehr reiten. Ist ja auch nutzlos eigentlich in der Karibik. Kann man hier nicht. Danke. Drüber springen. Jetzt reite ich mal ein bisschen über den Friedhof. So. Und, ja. Generell wird hier gesagt, dass Assassin's Creed 3 ja ein nicht so gutes Assassin's Creed war. Ich denke, das kann man festhalten, dass das gesagt wird. Und so habe ich das generell verstanden. Es kann sein, dass ich jetzt den kompletten Müll hier reite. Wir müssen doch sowieso in die Außenbezirke oder fast in die Außenbezirke, ne? Ich sag, wir suchen die Frau. Aber man kann sagen, dass Assassin's Creed 3, um nochmal darauf zurückzukommen, was ich sagen wollte, dass Assassin's Creed 3 nicht das Assassin's Creed war, was allen gefallen hat. Und natürlich mir auch nicht, zumindest nicht im Vergleich zu einem Assassin's Creed 2 oder Brotherhood. Kein Fall. Und, ja. Hat natürlich einige Erwartungen, naja, gemildert. Und mittlerweile ist es ja schon so, dass ganz viele diese Serie hier abschreiben. Was ich sehr schade finde. Also diese Serie abgeschrieben haben von wegen her, die das Gute zu sein. Wie gesagt, das ist halt das Problem, was hier viele sehen. Oder was ich denke, was viele sehen, ist einfach die Entwicklung. Also ganz ehrlich, es können sich so viele Spiele von Assassin's Creed was abschneiden. Sich was abschneiden. Und ja, und von wegen generell Spielqualität, ja. Nur das Problem ist, was halt auch die vielen Fans und so sehen. Also natürlich, es gibt immer Leute, die Spiele nicht mögen, ja. Und sie deswegen nicht spielen. Einfach, weil sie ja das Spiel nicht mögen. Oder die Spielidee oder wie auch immer, ja. Das ist klar. Das gibt's bei jedem Spiel. Das gibt's bei Call of Duty, das gibt's bei Battlefield, das gibt's bei Uncharted, das gibt's bei jedem Spiel, den Telltale Game spielen, also um mal jetzt auch wieder eine Sparta mit reinzubringen, die mir sehr gut gefällt. Das ist nicht das Problem, denke ich. Und ich denke aber, dass ich einfach die Leute, die das regelmäßig gespielt haben oder generell gespielt haben, natürlich nicht zufriedengestellt sind, wenn sich jetzt hier nur die eine Scheiße ändert. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Ja.
Sorry, den muss ich gerade mal killen. Wenn sich jetzt hier nur eine Scheiße ändert. Ja. Oder eine neue Waffe hinzukommt oder der neue Seilwerfer oder sowas wie in Syndicate, ja. Ist natürlich klar, dass sich die Fans da nicht zufriedenstellen lassen oder zu die, ich sag mal, die mehrere Spiele gespielt haben, aber noch die Normalverbraucher sind, weil Fans ist nochmal eine andere Sparte. Fans, Fanboys, wie auch immer. So wie ich zum Beispiel. Oder Fangirls. Ich will ja jetzt keine Frauen diskriminieren oder nicht mit einbringen. Ist natürlich klar, dass für die reicht das vielleicht oder zum größten Teil. Da muss nicht viel gemacht werden und da sind die schon wieder glücklich, ja. Auch wenn die Frage ist, ob ein Jahr oder nicht mal ein Jahr Entwicklungsstand nötig oder was heißt nötig, so geil ist, um gute Spiele zu kriegen. Also ob das wirklich gut ist, um gute Spiele zu kriegen. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, was ich sagen wollte, die Normalverbraucher, in Anführungszeichen von Assassin's Creed, die Normalspieler, die halt nur Assassin's Creed, die nicht jedes gespielt haben, aber und die jetzt auch nicht so super fanden, aber schon gut, aber nicht super, und vielleicht zwei gespielt haben, dann haben sie mal Brotherhood gespielt, mal vielleicht Revelations ausgelassen und dann Teil 3 gespielt und dann Teil 4 gespielt. Teil 4 fanden sie recht extrem geil und dann haben sie Unity gespielt und dann fanden sie das extrem scheiße und dann haben sie Syndicate gespielt und dann haben sie gedacht, okay, das ist zwar besser als Unity, aber wirklich jetzt nicht wirklich besser als Unity. Also jetzt, oder nicht groß besser als Unity. Was macht der Haven eigentlich? Und das ist, wie gesagt, so das Problem von der Innovation her. Und ich denke, das ist der Punkt, den Ubisoft da eindeutig verbessern muss. Wobei ich mich frage, ob das überhaupt gehen kann. Ob das nicht vielleicht einfach ein Todesurteil ist oder einfach was ist, was man nicht verbessern kann. Weil Assassin's Creed ist halt so eine geile Serie, ehrlich gesagt. Aber jetzt habe ich schon. Alter, jetzt habe ich hier viel gelabert, ey. Naja, keine Ahnung. Wir gehen mal weiter. Ins Grenzland reisen, ja. Jetzt habe ich wieder viel gelabert und nichts, ja. Nichts dabei rauszukommen. Egal. Also ich glaube, ja, ich hoffe, ihr habt meinen Standpunkt da gemerkt. So. Wieso habe ich jetzt eigentlich ein anderes Pferd? Jetzt kann man wieder sprinten. Sehr schön. Aber nicht, wenn man das durch den tiefen Schnee reitet. Dann kann man nicht mehr sprinten. Was mache ich eigentlich hier? Das müsste jetzt hier eigentlich in der Nähe sein. Wir sind doch schon in Lexington. Meine Güte. Und außerdem geht das. Ah, okay. Es geht von der Ausdauer her. Das heißt, wenn das Pferd keine Ausdauer mehr hat, dann ist es am Arsch. Charles! Nett, dass du vorbeischaust. Dass du schneller bist, obwohl du noch gegessen hast als ich. Charles, nicht überzeugt. Habt ihr sie gefunden? Sie hat ihr Lager nicht weit von hier. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Mit den Pferden sind wir schneller. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Sir. Ja. Braddock besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich bat um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Pitcairns. Ganz zu schweigen von seiner Demütigung. Tut wie verlangt. Ich versuche derweil, euch freistellen zu lassen. Der Ärger tut mir sehr leid. Nicht eure Schuld.
Nicht eure Schuld. Charles, alles gut. Ich folge dir. Zu spät. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Verdammt. Diese schöner Untertitel. Es müssen ihre sein. Schöner Untertitel. Sie hat sich nach oben gewandt. Aus dem Schnee heraus. War die Frau denn? Da ist sie. Wartet hier. Warte, komm zurück! Kehr zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein. Kein Aber. Geht! Lauf nicht weg! Ich muss mit dir reden! Junge Dame! Ich kann nicht so schnell. Dein Feind! Bitte, hör mir doch zu! Oh mein Gott, Weib, so lass mich doch sprechen! Genug von diesem Spiel. Na, Freunde. Oh, Freunde. Wölfe. Komm her. Hast du Bock, mich anzugreifen, oder bist du auch so wie die anderen? Du kostest mich Nerven, Weib! Bist du nicht richtig im Kopf? Ich, Haven, ich komme in Frieden. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Was willst du? Nun, deinen Namen fürs Erste. Ich bin Gazizio. Ist mir eine Ehre. Gazio? Nenn mich einfach Zio. Dio? Zio. Zio. Nun sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich hab euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Schau. Ich bin nicht dein Feind. Nicht weit von hier ist ein Hügel.
Triff mich dort. Und wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst.